Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Vergangenheit bewahren, das azurblaue Gewölbe, anzunehmen bei Gemora, in Faldraken, an dieser Position. Ist eine Instanzquest, nehme sie an. Ich melde mich im Dungeon Vosavan für die Instanz, das azurblaue Gewölbe. Ich werde euch aber auch sofort den Instanzeingang zeigen zu dieser Instanz. Falls ihr mit einer fraktionsübergreifenden Gruppe zum Beispiel die Instanz machen wollt. Bin angemeldet und bis gleich vor dem Instanzeingang. Hier ist der Instanzeingang. Quest ist machbar mindestens auf Normal, Heroisch, Mythisch, eventuell auch auf Mythisch Plus, das müsst ihr testen. Ich habe mich ja auf Normal angemeldet im Dungeon Browser, geht wesentlich schneller. Hier ist auch der Portstein, Map natürlich, hier. Und wir sehen uns wieder gleich beim Quest-Item, mal schauen wo es sich befindet. Also nicht wegschalten, euch wird geholfen, bis gleich. Da bin ich wieder. Ich bin beim Endboss dieser Instanz, Umbrell School. Der hat nicht mehr viel Leben, sollte gleich tot sein. Bis jetzt habe ich das Quest-Item nicht gefunden. Ich loot mal den Boss und da war's. Zindragosas Aufzeichnungen, also die sind vom Endboss zu looten, vom azurblauen Gewölbe. Ich benutze jetzt meinen Ruhestein und dann zeige ich euch noch, wo man diese Quest abgibt. Aber dann war ich fort. Ich glaube, ich muss noch die Instanzgruppe verlassen. Jawohl. So, bin hier in Faldraken. Komm. So, jetzt geht's in dieses Gebäude hier. Die Saphir-Enklave. Aber ich mache sowieso noch gleich die Map auf. Quest ist abzugeben. Bei Gemora, in Faldraken, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.